Ja, nochmal was für die Playlist Potenzrechnung. Rechne mit Potenzen. Ich habe ja schon etliche Videos da drin und fährt jetzt nochmal so quer durch und immer wieder gesagt, Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt. Sowas wie a hoch 3 mal a hoch 10 sollte für euch kein Problem sein. Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden, also a hoch 13. Wenn ihr habt 7a hoch 3 mal 5a hoch 10, keine Panik, 7a hoch 3 ist gleichbedeutend mit 7 mal a hoch 3 mal 5a hoch 10, das wäre wie 5 mal a hoch 10. Also könnte ich da jetzt auch so ein bisschen zerpflücken und schreiben, das ist gleich, da ist eine 7, da ist eine mal 5, da ist eine mal a hoch 3, da ist mal a hoch 10. Also habe ich 35 mal a hoch 13. Wenn ihr habt a hoch 3 Zehntel mal 4a hoch 5, sowas. Hier keine Panik, das ist die Geschichte Zehntel. Da könnte ich auch schreiben, ein Zehntel mal a hoch 3 mal 4 mal a hoch 5. Und das ist eigentlich wieder ganz easy. Jetzt seht ihr schon wieder, ein Zehntel mal 4 sind 4 Zehntel oder 0,4. A hoch 3 mal a hoch 5 wäre a hoch 8. Wenn ihr sowas habt wie Wurzel a hoch 7 mal a hoch 3, dann habt ihr hier ein Wurzelpaket drumherum. Ich mache direkt noch eins, fünfte Wurzel aus a hoch 7. Da packt ihr sofort die Vokabel aus a hoch 7 Fünftel mal a hoch 3. Und dann jetzt wieder wie zu Anfang Exponenten addieren, 7 Fünftel mal 3. Entweder mit Taschenrechner oder schnell gleichnamig machen, das wäre Eintel. Mit 5 erweitert wären 15 Fünftel, also 15 Fünftel und 7 Fünftel sind 22 Fünftel. Also man sieht schon, man könnte jetzt könnte ich wieder mit geteilt arbeiten, mit addieren und subtrahieren. Und wenn ihr die Vokabeln abruft, dann sprecht ihr diese Sprache in Anführungsstrichen, was die Mathematik ist, aber ihr wahrscheinlich sagen werdet, nein, das ist nicht wie Englisch, Französisch oder Spanisch. Es basiert auf den gleichen Grundstrukturen und dann kommt ihr da easy durch. Auch wenn jetzt sowas ist wie 7a hoch 3 plus 3a hoch 3, Achtung, da wird jetzt addiert und daraus kann ich 10a hoch 3 machen und viele fragen, ja, warum mache ich jetzt hier nichts? Ja, es wird nicht multipliziert. Diese Multiplikation 7 mal a hoch 3 und 3 mal a hoch 3 heißt nur, wir haben das a hoch 3 7 mal und addieren das a hoch 3 3 mal vorhanden dazu. Also sowas wie 7, das mache ich ja immer gerne, 7 Euro plus 3 Euro ja, sind gleich 10 Euro und da ändert sich hier nichts. Und so weiß man dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel dahin schreibe 7a hoch 3 plus 4a hoch 5, kann ich da was machen? Nein, denn das ist wie Esel und Katzen. Da kann ich nichts verrechnen. Ja, wie gesagt, solltet ihr noch was haben, ich würde immer erst in die Playlist reinschauen. Da ist eigentlich alles drin, auch eben der Aufbau, wenn man nochmal sagt, was ist das Ganze hier? Das ist die Potenz, das hier ist die Basis und das hier oben ist der Exponent. Das schmiere ich jetzt hier nochmal so hin. Dann hat man wieder die Vokabeln und dann kommt man da flotter durch, falls da mal vermeintlicherweise wieder irgendwelche Hieroglyphen stehen an Aufgaben.